John Friedman, gleich in der Harald Schmidt Show. Und Ben, das ist der aktuelle, der neueste und der bisher einzige Roman meines heutigen Gastes, meine Damen und Herren. Einer unserer erfolgreichsten Komödianten und ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kollege. Herzlich willkommen, John Friedman. Nochmal kurz zur Auffrischung, man kennt dich natürlich von Erkan und Stefan. Warst du Erkan, warst du Stefan? Das Unzeichen dazwischen. Ihr wart, war der Erkan. Ja, ihr wart wahnsinnig erfolgreich. Ja, es war ein riesen Gaudi. Also, ja? Das war nie so geplant. Also im Studium haben wir im Radio so Spaß gemacht. Ja? Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und dann gleich beim ersten Auftritt kam ein Filmproduzent und gesagt, mit euch mache ich einen Kinofilm. Wirklich? Und, ja, wirklich so. Wer? Welcher war das? Das war der Philipp Voges. Ah, ich dachte der Bernd. Der Bernd war ohne Schmarrn, 10 Tage später hat der auch angerufen. Der wollte uns damals auch haben. Wirklich? Ja, das war wirklich so. Und dann habt ihr es geschafft, euch dem großen Bernd zu widersetzen? Ja, nee, wir hatten schon beim anderen unterschrieben. Okay. Oh, seriös, seriös. Ja. Und dann habt ihr, der Kinofilm war ein Riesenerfolg. Ja, ja. Eure Fernsehserie, Bühne und so weiter. Und dann habt ihr irgendwann gesagt, okay, es reicht, wir haben keine Lust mehr. Ja, es kam nach dem Kinofilm ein zweiter Kinofilm, ein dritter Kinofilm. Die liefen auch alle toll. Und dann nach dem dritten Kinofilm war eigentlich die Geschichte für uns auserzählt. Also das war ja nie so geplant, dass wir da bis ins Rest unseres Lebens da im Trainingsanzug rumhüpfen. Ja. Du. Genau. Man ist ja nicht Fußballprofi, oder? Ja, genau. Du bist von Beruf her Architekt, ja? Ja, Beruf. Ich habe studiert und habe auch... Abgeschlossen? Abgeschlossen, genau. Diplom-Ingenieur. Wahnsinn. Schon was gebaut? Nee. Hast du da keine Lust dazu? Mir fehlt's Geld. Sonst würde ich gern was bauen. Erstmal mein eigenes Haus. Nee, mir hat keiner einen Auftrag gegeben. Das war früher ein bisschen komisch, wenn ich im Trainingsanzug angeklopft habe, gesagt, jetzt kommt der Architekt. Aber der hat auch nicht, dass du irgendwie in so ein Architekturbüro reingehst? Im Praktikum musste ich das machen. Ach so, okay. Ja, da schon, ja. Aber und hast du eine Vorliebe für irgendwelche, sagen gerne Einfamilienhäuser oder Hochhäuser oder Stadthallen? Oder? Städte. Hey, da kannst du, in Köln könntest du ein bisschen was tun. Oh ja. Ja, da gibt es einiges. Aber der Dom bleibt stehen. Es war ja schon mal so, dass nur der Dom stehen geblieben ist, gell? Ja, das war so. Das muss man sagen. Da muss man jetzt sagen, du hörst schon. Aber da gab es noch Kultur, muss man wirklich sagen. Weil die Freunde, die damals sozusagen sich verteidigt haben, haben gesagt, der Dom bleibt stehen. Ja, das wäre not heute, als erstes kommt der Dom weg. Wir wollen hoffen, dass es nicht mehr dazu kommt. Ich weiß gar nicht, mit so einer Drohne, die kann man ja programmieren, oder? Ja, das ist der ganze Trick an der Drohne. Ja, ja, das ist also Drohne, Dom bleibt. Ja, muss man natürlich sagen, ist die Kirche, nicht die Brauerei. Für die Fälle, aber wir wollen hoffen, dass es gar nicht mehr so weit kommt. Das muss ich mir gleich durchzusagen. Kommen wir doch lieber zu deinem Buch. Das ist ein Roman, der im Italienurlaub spielt. Stimmt, ja. Ja? Also drei Pärchen, eins aus Berlin, eins aus Leipzig und eins aus München, stellen fest, als sie da ankommen bei der Villa, die sie gemietet haben, dass sie also dreifach vermietet wurde. Und dann müssen die mit der Situation umkommen. Ja? Umgehen können. Umkommen. Es kommt auch einer um. Wirklich? Es kommt einer um, es wird gesoffen, gefressen, gevögelt. Es ist heiter bis dramatisch. Das klingt also nach seinem 1-Drehbuch, aber war kein Interesse. Das war ursprünglich eine Idee fürs ZDF. Wirklich? Ja. Und da hat man gesagt, nein, gesoffen wird bei uns nicht. Genau, gefühlt auch nicht. Da haben wir gesagt, darf die Carmen Nebel mitspielen? Nein, okay, dann nicht. Hast du es als Drehbuch wirklich angefangen? Das war ursprünglich eine Drehbuchidee, ja. Und dann hat es aber alles so ewig gedauert und so. Und dann als vielbeschäftigter Schauspieler hatte ich plötzlich super viel Zeit und habe es einfach geschrieben als Buch. Konsequent gearbeitet? Jeden Tag? Ja, das musst du dann schon machen. Du musst schon so eine Routine reinkriegen, weil es ist nicht so, dass du nachts um drei mal total besoffen eine tolle Idee hast, sondern musst wirklich da eine Routine reinkriegen. Ja. Und jetzt das Neue, auch wieder Pionier, die erste Sitcom für das Internet. Ja. Ja? Was sagt man so? Sitcom für das Internet? Ja, es ist eine Sitcom und sie wird zuerst im Internet gezeigt. Ja, also nicht, praktisch eine Sitcom fürs Internet, kann man sagen. Ja, ja. Sehr gut ausgedrückt. Ja. Wow. Du bist ja im Fernsehen, stimmt's? Kann man so nicht sagen, ich bin bei Sky. Ah, ja, okay. Ja. Also. Das Erste, was
Das Erste, was ich gelernt habe, wir bei Sky sind kein Fernsehen, wir sind eine Entertainment-Plattform. Und die finde ich gut. Ich liebe Sky. Ja. Ich schaue nur noch Sky. Ich auch. Ja. Und gestern habe ich das Allergeilste geguckt beim Fußball. Weißt du was? Nur Stadionton. Echt? Hast du weggemacht? Hast du mal gemacht? Ja, wenn der Marcel Reif kommentiert. Was? Echt? Kein Marcel Reif-Fan? Nee. Warum? Also, er hat sich gebessert. Das letzte Jahr hat er sich gebessert, aber früher war er immer, Barcelona ist er in die Knie gegangen und bei 7:0 hat er jetzt eigentlich gemerkt, vielleicht sind die Bayern doch ganz gut. Ehrlich? So Hardcore-Bayern-Fan? Ja, bin ich schon. Also. Aber ich finde Marcel Reif toll und Wolf-Christoph Fuß auch. Und, der ist gut. Ja? Ja, der ist wirklich gut, also Marcel Reif polarisiert, aber das ist ja auch mit einer seiner vielen Qualitäten. Aber nur Stadionton ist fantastisch. Ja? Ja, du merkst gar nicht, plötzlich ist Halbzeit. Weil sag ich ja, auf einmal gehen die alle weg. Ja? Wie war das denn? Du hast dann das Barca-Spiel gestern geschaut, da war es relativ ruhig, 100.000 Leute. Und nee, du hörst schon, ole. Das waren die Bayern-Fans. Ja. Ja? Und es sagt ja auch keiner, Robben! Sondern auf einmal schießt er das Tor. Ja? Und du denkst, aber jetzt kommt die Flanke rüber und dann ist er da. Aber es ist faszinierend. Ja, das macht wirklich Spaß. Aber es geht ja um deine Sitcom für das Internet. Wird auch anders gearbeitet als bei der Fernseher ist sozusagen. Nee, das war. Wir haben also die Idee war, es war auch schon eine Fernsehidee. Da sind die Prozesse so lang. Da hat die Superproduzentin Alice Brauner gesagt, was? Wir machen das jetzt einfach schnell. Ich produziere das wie eine echte Produzentin ohne Auftrag. Wir drehen das. Und dann hat sich das Angebot und gesagt, wir gehen damit ins Internet, weil das kann man heutzutage einfach machen. Ja. Dann haben wir zwei Internetstars dazu genommen, Alberto und Simon Desio, sind super bekannt im Internet. Aufgrund von was? Die sind auf YouTube, haben ihre eigenen Kanäle mit hunderttausenden Abonnenten und Millionen von Klicks. Also die jüngeren Leute, also nicht so wie du und ich, sondern die jüngere Leute, die schauen alle im Internet. Und was gucken die? Was machen die? Die gucken, die haben da ganze eigene Fernsehsender, eigene Kanäle quasi im Internet. Ja. Wahnsinn. Das ist erschreckend. Das wird ja auch für uns als Entertainment-Plattform wahrscheinlich eine Konkurrenz, oder? Für ARD und ZDF sieht es ganz finster aus. Ja. Machen wir richtig Sorgen um die Kollegen, die da noch ihr Dasein fristen müssen. Ja. Und schaust du dir viel im Internet an? Mittlerweile schon, ja. Also ich gucke wahnsinnig viel bei Sky, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meinen Festplattendecoder, der platzt die ganze Zeit. Aber dadurch, dass wir jetzt da im Internet gearbeitet haben, kriege ich jetzt erst mit, was da eigentlich los ist. Also wirklich, dass die jungen Leute gar nicht mehr Fernsehen gucken, sondern dass sie ihr wirklich, wie wir früher gesagt haben, schaue ich mal, was läuft, sondern ja. Die suchen sich das halt selektiv raus auf den diversen Kanälen und in der Arbeit zusammen mit Simon und Alberto. Der vierte Kollege ist Roman Roth, auch ein toller Schauspieler. Und die Idee eigentlich von der Serie war, dass wir gesagt haben, wir erfüllen quasi mal den Frauen den größten Wunsch. Sie dürfen die Emanzipation ausleben, sie gehen arbeiten und wir bleiben zu Hause. SPD, denke ich eigentlich. Ja? Ja? Sag ich eigentlich schon, ne? Ja? Sag ich mal, ich wäre eigentlich der potenzielle Schwiegersohn für Alice Schwarzer. Das glaube ich sowieso, weil Alice Schwarzer natürlich sozusagen auch ganz anders ist als das Image, was sie über die Jahre hin so aufgebaut hat. Du kennst sie besser? Ich kenne sie einigermaßen und sie ist eigentlich ein feiner Kerl, würde ich sagen. Ja. Demnächst mehr. Würde mich freuen, wenn du öfter mal vorbeikommst. Ja? John Friedman, meine Damen und Herren, wo muss man eigentlich da anklicken, wenn man diese Serie sieht? Auf MyVideo läuft es. Auf myvideo.de? Ja. MyVideo.de. Mission Houseman. Mission Houseman, so heißt es. Wir gucken morgens in unsere Redaktion. Läuft ab Montag in einer Woche erst. Ja, also du bist jetzt der Erste, der überhaupt was gesehen hat. Ja, toll. Mit den Redakteuren und Autoren gucken wir morgens teilweise jetzt sehr viel Internet. Früher haben wir uns zusammen überlegt, mittlerweile gesagt, guck mal, das, jeder ruft das bei YouTube rein. Toll. Stundenlang sind wir beschäftigt. Bums, schon wird die Sendung gemacht. Das hier ist das Buch. Flaschendrehen, meine Damen und Herren. Jetzt nicht vergessen, rechtzeitig ein Hotel buchen, denn die Party geht noch weiter. Ja. Am Dienstag zu Gast Birgit Minnig-Meyer, großartige Schauspielerin, ja, und fantastische Musik, Jam Cook. Danke fürs Zuschauen, schönes Wochenende. Tschüss.